Endlich geht es weiter mit Godzilla und Kong. Endlich beginnt das Monsterverse, was wir angekündigt bekommen haben, jetzt so richtig. Ich hoffe, die Lautstärke von draußen ist in Ordnung, weil hier halt irgendwie gerade Fasnacht ist und die Leute deswegen etwas lauter am Feiern sind. Ich persönlich kann mit Fasnacht so gut wie gar nichts anfangen. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Bist du ein Fasnachtsmensch? Gehst du als Dino oder als Kaiju verkleidet irgendwie Bonbons sammeln oder sowas? Das Jahr 2023 steht auf jeden Fall in einem sehr guten Licht für Kaiju-Fans. Dass ein großes Monsterverse à la Marvel nur eben im Godzilla-Stil ansteht, wissen wir jetzt schon ein bisschen länger, allerdings war es sehr lange wirklich ruhig um dieses sogenannte Monsterverse. Im Laufe der letzten Jahre sind allerdings dann doch ein paar Infos durchgesickert, die ich mit dir mal hier in diesem Video besprechen möchte, denn ja, dieses Jahr 2023, ich sage es nochmal, weil ich mich tierisch darauf freue, beginnt das Monsterverse. Und wir sollten uns darauf einstellen, indem wir einfach mal darüber quatschen, was genau uns denn jetzt die nächste Zeit erwartet. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Puh, okay, wo fangen wir am besten an? Zum einen, es ist schon eine ganze Weile her, dass hier wirklich relativ regelmäßig Godzilla-Content gekommen ist. Das wird mit diesem Video jetzt aber hier wesentlich öfter passieren. Das heißt, eben genauso regelmäßig wie auch Jurassic Park und Jurassic World Videos erscheinen, werden jetzt Godzilla und eben Kaiju-Videos kommen. Der Grund ist ganz einfach der, dass wir jetzt eben nach und nach immer mehr Infos gedroppt bekommen, wie es denn jetzt wirklich weitergeht mit dem groß angekündigten Monsterverse. Welche Filmprojekte stehen uns denn wirklich bevor? Was ist denn der Plan dahinter? Was wissen wir denn bis jetzt? Wichtig ist mir hierbei auch, dass wir vielleicht mit dem ein oder anderen Gerücht mal aufräumen, weil diese Gerüchte sind eben sehr hartnäckig und die werden im Internet wirklich extrem verbreitet. Also so Sachen wie Godzilla vs. Kong 2 erscheint. Das Crossover zwischen Godzilla und Pacific Rim ist bestätigt. Quasi als hätte die Bild-Zeitung diese Schlagzeilen geschrieben. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Welche Kaiju-Filme erwarten uns denn in nächster Zeit? Worauf wir uns 2023 auf jeden Fall verlassen können, ist die Godzilla-Serie, die exklusiv auf Apple TV Plus erscheinen wird. Und ja, das Thema hatten wir auch schon mal angesprochen, aber wie gesagt, wenn da Leute da draußen sitzen, die mit Sprüchen ankommen wie faulen Äpfel traue ich nicht, aber dann wirst du diese Serie eben nicht gucken können, ist eben eine Konsequenz dann für so eine Einstellung. Man kann den Leuten nicht übel nehmen, dass sie Apple vielleicht in die Kritik stellen, aber noch einmal, weil diese Frage einfach immer wieder kommt, wo kann ich die Serie denn noch sehen? Die Serie wirst du sonst gar nicht sehen können, die ist exklusiv für Apple TV Plus bestätigt. Wird von Apple mitproduziert, wird auf diesem Streaming-Dienst eine ganze Weile, bis die Serie wahrscheinlich abgelaufen ist, exklusiv verfügbar sein und dann wahrscheinlich irgendwann auch auf Blu-ray erscheinen. Diese Geschichte ist zwischen Godzilla aus dem Jahr 2014 und Godzilla King of the Monsters angesiedelt. Das heißt, wir haben hier eine Serie, die wieder mal eine Brücke zwischen zwei Filmen schließt. Ich bin da grundsätzlich ja kein Fan von sowas, weil immer diese Sprünge zurück, ich denke mir halt, erzählt doch einfach mal eine Geschichte komplett chronologisch, nicht immer eine Vorgeschichte von irgendwas, was wir denn da schon kannten. Allerdings soll diese Serie einen bestimmten Hintergrund haben. Das Monsterverse soll in ferner Zukunft auch sehr stark mit der bösen Organisation Monarch zu tun haben. Laut einigen Gerüchten und Leaks soll diese Organisation Monarch in der Godzilla Apple TV Plus Serie eine ganz große Rolle spielen. Deswegen eben auch der Arbeitstitel Monarch, was eben so viel bedeutet wie Sanduhr. Des Weiteren soll die Serie wohl auch noch ein Logikloch füllen und erklären, wie die Menschen überhaupt damit umgehen, dass es plötzlich Kaijus in der realen Welt gibt. Es wurde ja am zweiten Godzilla-Film so ein bisschen kritisiert, weil Godzilla wurde am Ende vom 2014er Film so als Held gefeiert, wo er dann ganz elegant und heldenhaft in das Wasser hinabsteigt und dann quasi wegschwimmt und die Kamera schwenkt um und wir sehen einfach eine komplett zerstörte Stadt und du denkst dir, der hat eigentlich gerade sehr viele Menschen getötet. So, da wurde einfach weggelassen, typisch wie auch bei Marvel öfter mal, dass hier der Held gar nicht mal so unschuldig an sehr vielen Toten ist. Das soll wohl in der Serie auch noch aufgearbeitet werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil ich finde, Konsequenzen sollten da irgendwie schon sein, dass man hier auch noch nebenbei Monarch mehr beleuchtet. Ey, warum nicht? Monarch wird eine größere Rolle spielen. Monarch spielt immer wieder eine Rolle in den bisherigen Monsterverse-Filmen. Also auch da habe ich echt Bock drauf. Noch dazu gab es das Gerücht, dass Godzilla hier nur mal ganz am Anfang oder ganz am Ende der Serie zu sehen sein soll. Das ist falsch, es wurde offiziell bestätigt. Nein, Godzilla wird eine tragende und wichtige Rolle in der Serie spielen. Wo wir es eben gerade von Vorgeschichten hatten, auch Kong soll eine Vorgeschichte in Form eines Anime erhalten. Boah, schwierig. Ich bin nicht unbedingt der größte Anime-Fan und ich mag Vorgeschichten nicht. Deswegen bin ich da jetzt einfach doppelt so skeptisch. Ich verstehe persönlich nicht, warum ein Anime in das Monsterverse mit eingebunden werden muss, denn der Film oder die Serie wird offiziell Teil dieses Monsterverse werden. Warum man da jetzt unbedingt ein Anime draus machen musste, ich kann es mir nur so erklären.
dass man eben versucht, einfach auch die Anime-Fans abzuholen und mit an Bord zu bekommen. Die Anime-Serie wird Netflix-exklusiv sein und nur den Titel Skull Island tragen. Also nicht Kong Skull Island, sondern einfach nur Skull Island. Kong soll hier auch natürlich eine tragende Rolle spielen. Das Ganze spielt aber vor Kong Skull Island, ist also nochmal eine Vorgeschichte vor der Vorgeschichte. Ursprünglich war der Start dieser Anime-Serie auch für 2023 gelistet. Jetzt hat man allerdings erfahren, dass es wohl irgendwelche Schwierigkeiten geben soll, was die Animation bei der Serie angeht. Ich schätze dennoch, dass wir ein Startdatum 2023 für relativ sicher halten können. Aber hier muss man halt wirklich abwarten, was im Endeffekt dahinter steckt. Auf jeden Fall wäre das neben der Godzilla-Serie eben die zweite Serie, auf die wir uns freuen können oder auf die wir mehr oder weniger gespannt sind. Auch in der Kinowelt sollen die Kaijus endlich zurückkehren und ja, man hört überall, Godzilla vs. Kong 2 taucht jetzt auf und die beiden werden noch einmal gegeneinander kämpfen. Grund zur Annahme, dass das irgendwie Teil der Geschichte wäre, ist ganz einfach dieses eine Call of Duty Special, in dem Kong und Godzilla irgendwie eine Rolle gespielt haben und gegeneinander gekämpft haben. Deswegen sind sehr viele davon ausgegangen, ja, es wurde gesagt, es kommt ein Sequel zu Godzilla vs. Kong raus und Sequel heißt immer Fortsetzung und Fortsetzung heißt doch immer einfach Teil 2 hinten dran hängen, oder nicht? Nee, ein Sequel heißt einfach nur, dass dieser Film nach Godzilla vs. Kong spielt und quasi die Geschichte vorantreibt. Deswegen bin ich mit Abstand auf diesen Film am allermeisten gespannt, weil er eben, wie schon gesagt, die Geschichte nach vorne trägt und nicht wieder zurückspringt, oder? Eventuell hat hier auch die Vergangenheit der Godzillas und Kongs irgendwie eine Rolle. Was der offizielle Titel des Films ist, wissen wir aktuell noch nicht. Allerdings trägt der Titel den offiziellen Arbeitstitel Origins, also Ursprung. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass wir hier den Ursprung einer neuen Kreatur miterleben werden, aber Fans und Gerüchte sagen eben nein, es könnte auch Flashbacks zu dem alten Godzilla und Kong-Krieg geben, der uns dann eben immer wieder beleuchtet, was damals passiert ist. Würde ich schon sehr gerne sehen, aber ich hätte keine Lust, in einer Fortsetzung, also einem Sequel zu Godzilla vs. Kong, ständig wieder in die Vergangenheit zu springen, um da Sachen zu sehen, wie eben den alten Kaiju-Krieg, den ich dann vielleicht doch lieber in einem eigenen Film hätte gesehen. Also ein Sequel soll die Geschichte auf jeden Fall nach vorne tragen, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Der Titel Origins kann aber eben sehr viel bedeuten. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Glaubst du, wir erfahren hier mehr von der Vorgeschichte des alten Krieges, auf den ja auch schon in Godzilla vs. Kong angesprochen wurde? Oder glaubst du, dass Origin etwas ganz anderes zu bedeuten hat? Wir dürfen nicht vergessen, dass es sehr viele Arbeitstitel gibt, die im Endeffekt auch einfach gar nichts mit dem Film zu tun haben. Das Sequel zu Godzilla vs. Kong soll 2024 in die deutschen Kinos kommen. Und jetzt springen wir ganz kurz ab vom Monsterverse und reden einfach mal über die Mutterfirma Toho, quasi die Firma, die Godzilla überhaupt erfunden hat, überhaupt so groß rausgebracht hat. Die Firma, die vor allem dafür bekannt ist, bei Godzilla-Filmen sehr viel Fokus auf praktische Effekte zu legen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die hatte sich ja eine ganze Weile lang mit Warner Brothers Legendary so ein bisschen abgewechselt. Ganz nach dem Motto, naja, jetzt kann eben dann hier Legendary das Monsterverse aufbauen, solange gönnen wir uns eine Pause bei Toho und sobald das Ganze dann eben fertig ist, sehen wir halt mal weiter. Lange Zeit kursierte das Gerücht im Internet, dass Toho und Warner einen Deal hätten, dass solange die eine Firma eben Filme rausbringt, darf die andere keine Filme rausbringen. Ist übrigens auch Schwachsinn, diesen Deal hat es nie gegeben. Toho hat sich einfach nur eine kreative Pause gegönnt, die aber jetzt vorbei ist. Denn parallel zum Monsterverse bekommen wir jetzt auch zumindest einen Toho-Film, der jetzt offiziell fürs Jahr 2023, also noch dieses Jahr, angekündigt wurde. Ich gehe stark davon aus, oder ich hoffe, dass wir auch hier von Toho eventuell so einen Stein ins Rollen bekommen, um eine neue Godzilla-Ära aus dem Hause Toho mit einzuleiten und dass es eben nicht nur bei einem einzigen Filmprojekt bleiben wird. Wenn das der Fall ist, können wir uns also auf monsterstarke Action freuen. Für die kommenden Jahre, auf jeden Fall fürs Jahr 2023, sind wir mehr oder weniger vorgesorgt mit Skull Island, sollte die Serie denn noch dieses Jahr erscheinen. Godzilla für Apple TV Plus wird definitiv dieses Jahr erscheinen und eben der Toho-Godzilla-Film auch noch. Ein Jahr später, 2024, sehen wir dann endlich, wie es weitergeht nach Godzilla vs. Kong mit dem Sequel, mit dem Arbeitstitel Origins. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir auch schon sehr bald den ersten Trailer oder Teaser von dem ein oder anderen Projekt sehen werden, den ich dann auf jeden Fall auf diesem Kanal hier zusammen mit dir besprechen und analysieren werde. Schreib mir jetzt auf jeden Fall all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Bist du froh, dass Godzilla wieder zurückkommt? Bist du froh, dass es auf dem Kanal auch wieder mehr Kaiju-Content gibt? Und freust du dich darauf, dass wirklich Toho, also wirklich die Erfinder des großen Kaiju-Genres des Godzilla, endlich wieder zurückkehren? Ich bin's auf jeden Fall und ich freue mich auf weitere Videos zu dem Thema. In diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit diesem News-Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.